Natürlich, wenn es eine Silberpfanne ist. Wissbegierig oder beschuldigend? Ich würde mal gerne wissen, was dann nur passiert ist. Hätte ich auch gedacht, links. Also ich würde auch mal gerne wissen, dass sie mir hier erzählen, was hier passiert ist. Oder der. Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben. Und jetzt gibt's Werwölfe. Und ein Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh shit! Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Was machen wir? Waffe greifen oder Lenkrad? Links! Du musst so aggressiv sein, Mus. Was ist denn los mit dir? Das Geile ist, also wir nehmen jetzt die Waffe und Schwette, wir fahren irgendwo dagegen. Hinterkommen! Entdeckung gehen. Waffe greifen. Komm. Nein, wach auf! Er kann nicht sehr weit sein. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay.
Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Entschlossen, verbittert. Okay, also, Schätzelein scheint noch nicht da zu sein, die wird wohl noch am Telefon hängen. Leider. Okay, Helmutti, du entscheidest hier alles, du verkackst das ganze Game. Sehr schön. Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Nö, jetzt hast du gerade geschrieben. Ach man, jetzt hab ich schon gedrückt gehabt. Verdammt, hier schwingen echt Unkohle-Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warris. Silas' Mutter. Oder so. Die haben mich einfach vergessen. Sie werden sich so schnell wie möglich. Na wow. Das ist Wahnsinn. Aber wie die wollen was von dir, dann musst du rammeln. Dann musst du das am besten schon 3 Wochen vorher abgeben. Oder dich melden. Bevor die überhaupt was von dir wollen. Was haben wir denn? Genervt und nachbohren. Okay, wir bohren mal. Mit der Nase im Finger, mit dem Finger in der Nase. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Also ist sie wirklich tot. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett. Dieser guten Seele den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden.
Hey Vater, ich danke dir für deinen Tag. Die fand das auch doof, dass du ja jetzt in der Schule ist. Naja, ich meine aber, wenn der in der Schule muss und Arbeiten schreibt und die wichtig sind, die Arbeiten. Also, keine Ahnung. Das sollen sie halt früher anrufen. Ich meine, da könnt ihr doch nichts dafür, wenn die es vergessen, wenn die euch vergessen anzurufen. Naja, in der Schule muss wegen Arbeiten schreiben und sowas, die halt für seine Noten wichtig sind. Keine Ahnung. Okay, also, Schätzlein, das wirst du wohl die ganze Zeit entscheiden dürfen, weil Helmut, die ist jetzt weg. Nach sind gemein und du möchtest links. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit 6 Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Mann. Was zu sehen? Negativ. Mist, ja, ist richtig. Ja, alles gut. Ich habe nichts davon gewusst. Wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Okay, also ist die wirklich tot? Also die Wahrsagerin, die wir hier immer sehen, der mir die Karten bringen soll, die ist tot. Also die, das ist wirklich schon... kam in dem Feuer um. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Komm, es muss endlich mal ein Ende haben hier. Sind Sie ganz sicher? Schieß. Bitte lass uns einfach gehen, bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas.
Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe, nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Du hättest ihn leben lassen, aber das wäre halt aber immer weitergegangen. Das ist halt das Ding. Die hätten immer wieder mehr Leute gebissen und gebissen und gebissen und gebissen. Also sind bis zwei Leute gestorben. Ist doch ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. Also jetzt von diesen Jugendlichen. Leichenfund bei mysteriösem Mordfall im Sommercamp. Was sagst du dazu, Anton? Mieser Journalismus. Ein ungeklärter Mord ist doch nicht zwingend mysteriös. Ja, das würden wohl die meisten Journalisten sagen. Aber vielleicht vermuten die in North Kill übernatürliche Einflüsse. Genau wie ich. In North Kill gibt's wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz. Die werden nicht gerade die besten Schreiberlinge haben. Okay, können wir jetzt den Podcast vorstellen, bevor du ganz dem Zynismus verfällst? Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund? Kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen.
Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das hab ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Du redest ja ständig davon, also klar. Ich wollte sie dir nochmal in Erinnerung rufen, weil ihre Rucksäcke meinen Quellen zufolge im Sommercamp gefunden wurden. Wow, was, im Ernst? Ja. Angeblich. Angeblich? Ja, ja, das ist wieder... Das ist die Grace, die wir alle kennen und lieben. Angeblich. Offenbar. Mutmaßlich. Gibt's auch was Handfestes? Die Rucksäcke könnten jedem gehören. Tja, ich bin ein Mensch mit freiem Willen und ich will glauben, dass diese zwei gefundenen Rucksäcke unseren zwei vermissten Wanderern gehören. Hast du nicht sogar selbst so einen Rucksack? Ich hab dich damit gesehen. Geisterjäger mögen nun mal eine gewisse Ästhetik und ich kann nicht umhin festzustellen, dass diese Rucksäcke totschick sind. Ich sag mal so, man erkennt schon von Weitem, dass du Geisterjägerin bist. Danke. War kein Kompliment. Oh. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl sieben, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay. Und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay, ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar um Hektar. Dichter Spukwald.
Wenn du das sagst. Willkommen zurück bei Bizarr oder Banal, Anton. Heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das krieg ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser Scheiß-Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Tja, genau das gilt es zu klären. Das ist bearbeitet, oder? Ich meine... Naja, wenn du Fotos von meinem Handy runterlädst, sind die auch bearbeitet. Mit Filtern, die meine Augen größer machen und meine Wangen rosig. Aber das hier ist doch kein Filter. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Ja, seltsam. Allerdings bizarr, nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Ja. Da ist noch etwas. Okay. Das passiert mit einem Negativfilter. Wow! Alter, was ist das? Na sie, die Hexe von Hackett's Quarry. Der Kreis schließt sich. Nein, halt, warte. Das könnte alles sein. Was denn? Erklär es mir. Was weiß ich?
Wie nennt man es, wenn der Verstand überall Gesichter sieht? Manche Leute, ich meine, Jesus taucht immer wieder mal auf einer Scheibe Toast auf. Das kann alles Mögliche sein. Deine Frühstücksgewohnheiten sind mir egal. Aber ich fasse es nicht, dass du immer noch zweifelst. Du zweifelst sogar an deinem Zynismus. Du stinkst von Kopf bis Fuß nach Zweifeln. Du brauchst von allem ein Foto, oder? Gut, hier kommt ein Foto für dich. Nein, Fotos lassen sich fälschen. Er lebt es nicht. Ich müsste die Hexe von Hackett's Quarry mit meinen eigenen Augen sehen. Okay, wenn du mit mir nach North Kill willst, Nein, ich glaube dir. Na also, weißt du was? Ich hab was, das nicht gefälscht sein kann. Kratzspuren an einer Wand? Also, kann ich dir auch machen. Echt jetzt? Gib mir eine Wand und eine Mistgabel und schon geht's rund. Wow, du bist ein Künstler. Danke. Ich gebe zu, ich würde das nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen. Könnte ein Wildtier oder nur ein Papagei gewesen sein. Aber wir sollten trotzdem drüber reden. Wieso? Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Länge von unserem Podcast erwarten und wir die Sendezeit manchmal strecken müssen. Ist ein Argument. Wir haben sonst kein Thema. Also, wer auch immer mir das geschickt hat, hielt es für wichtig. Du weißt schon, dass das alles nur ein Streich sein könnte. Es war nur ein Streich, Anton. Wie naiv bist du? Da erlaubt sich doch nur irgendein Teenager einen Spaß. Sicher der Spinner, der uns mit nur einem Stern bewertet hat. Ich würde nur zu gern sagen, dass du spinnst, aber Teenager, die sich über mich lustig machen, kenne ich zur Genüge. Lassen wir das. Was ist hiermit? Ist das nicht einfach nur verdammt gruselig? Ah! Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Ist das ein Tattoo? Ich glaube nicht. Oder vielleicht ein verdammt schlechtes. Warte. Wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Okay, haben wir das Original? Wurde es gefangen? Kann ich es in, kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Du willst es anfassen. Ich will es anfassen. Tja, wer das geschickt hat, war schlau genug zu wissen, dass es gefährlich wäre, die echten Beweise zu stehlen. Und hatte vermutlich auch Angst, dass du, Anton, sie verschwinden lassen würdest, um meine Nachforschungen zu sabotieren. Weil ich ja auch so oft Beweise vernichte. Praktisch, dass wir das Original nicht sehen können, hm? Jetzt komm schon, du willst doch unbedingt zweifeln. Sind die Zweifel groß genug, dann stimmt es vermutlich nicht. Ockhams Rasiermesser. Sieh dir alles nochmal genau an. Setz es zusammen. Objektiv. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich hab doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde, die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein! Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast.